So. Oh, was für ein Kampf hier. Uiuiui. Uiuiui. So. So, die 500 Erste, die bekommen natürlich einen von mir. Junge Pilger, gutes Omen plus 4, was? Öffentliche Ordnung, das ist gut. So, und er wird erwachsen. Alles gut. So. Ich werde aber trotzdem noch hier stehen bleiben. Aus dem einfachen Grund, weil er gerade keine Armee hat, um die wirklich zu bedrohen. Genau. So, der bekommt hier nochmal besseren Skill. Und hier mache ich einfach mal Armeesabotage, damit die ein bisschen Erfahrung bekommt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob der Athena jetzt endlich mal Apollonia einnimmt. Also ich bin dagegen, weil dann nehme ich sie irgendwann. Genau. So, hier machen wir mal das da, damit ich automatisch schon mehr Nahrung bekomme. Hier werden wir jetzt. Ja, leider ist mein General gestorben. Das war wirklich Pech, dass ich den General auf die falsche Seite gestellt habe. Also wenn ich den General auf die Brücke gestellt hätte, zusammen mit ein paar anderen, und bei der Furt hätte ich dann zwei, drei andere hingestellt, dann wäre mein General noch am Leben. Ah, oh, das ist ärgerlich. Der konnte schon goldene holen, also die da. Warte, ich habe hier vier Pikeniere. Dann das da. Dann nehme ich mal. Ja, periökische Speere sind nicht ganz so super. Entweder zwei Pikeniere oder. Ich nehme mal zwei Pikeniere, weil bis die wieder voll sind, vergehen halt einige Runden und lieber Pikeniere. Pikeniere sind die besseren Defensiveinheiten. Von Teil natürlich nur. Von der Seite sind die natürlich auch etwas ungut. So, Träge, minus 10 Chance auf Kinder zu bekommen. Ja, ich brauche hier auch keine Kinder. Ja, natürlich brauche ich Kinder. Ist so also dämlich, wenn die dann so Negativ-Sachen auf Kinder bekommen oder haben. So, wir brauchen jetzt Kohle. Auf die Channel. Busy Boy, das ist. Die Kaff ist auch in der Challenge drin. Und zwar darf ich keine Kavallerie nehmen. Also. Das ist die Challenge irgendwie tierfreundlich. Das heißt, du darfst halt auch keine Kriegshunde, Kriegselefanten, Kavallerie holen. Und das ist alles sehr problematisch, weil ich bin ein Spieler, der sehr, sehr gerne auf Kavallerie geht. Also Kavallerie ist so das Wichtigste für mich. Aber. Ja, sonst wären hier schon mindestens zwei Kavallerieeinheiten drin. Okay, ich hol mir mal. Die Frage ist jetzt, warte, ich brauche noch ja, einige Runden, um wieder irgendwas machen zu können. Das ist die Überlegung. Ich plünder mal hier. Das gibt zwar hier Minus, aber dadurch bekomme ich. Warte mal, ich schau mal kurz. Okay, ich bekomme so 400 plus.
Es lohnt sich schon. Vor allem, wenn hier dann eine Revolte ausbricht, das ist auch kein Problem. Dann schräge ich sie halt auch nieder. Ah, ja, du auch, ja, Kavallerie ist super gut. Also, ja, also am Anfang, also als Anfänger ist Kavallerie so ein Kapitel für sich, weil die ist schon sehr, ja, vielen Dank, ATJ, Schweinebacke. Militärstörung. Genau. Das ist halt schon sehr kompliziert, die halt zu managen. So, die so schnell rumzuschicken und so weiter. Aber wenn man das kann, ist es halt richtig gut. Ich habe 300 Spielstunden. Ah, cool. Hey, danke für den Follower. Und warum gehen die Alerts nicht? Das gibt's doch nicht. Warte mal. Entschuldigung, da muss ich gerade mal was gucken, weil die Alerts müssten gehen. Warum gehen die Alerts nicht? Doch, die sind an. Die Alerts sind an. Moment, 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 Moment. Ah, jetzt ist es angekommen. Yay! Ah, wow. Sehr schnelles Internet. Gut, aber ja. Vielen Dank. So. Ich dachte schon, weil die sind. Warte, ich mach das mal ein bisschen größer. 3 Jahre Verzögerung. Sowas von. So, also. Genau, jetzt bekomme ich schon ein bisschen mehr. Da kann ich auch dann wieder ein bisschen Nahrung bekommen. Ich lasse mal die Armee noch da. Aus diesem Grund. Aus diesem Grund, weil jetzt kommt er wieder daher, aber es ist wieder die gleiche Challenge. Die gleiche Challenge. Das könnte ich. Nee, das mache ich nicht automatisch, weil dann schmeißt er Einheiten weg. So. Probier doch mal mit Knossos irgendwas anzufangen. Ja, das will ich auf jeden Fall. Wieso ist schon wieder Nebel? So. Ich wette, also ich habe jetzt. Warte. Ich tue hier mal diese 2 Einheiten hin. Die sollten erstmal ausreichen. Die Fernkämpfer. Die ersten tue ich auch mal hier hin, weil bis die angreifen, kann ich die schon hier hin tun. Warte, die tue ich mal so hin. So, dann weiß ich, dass die schon mal weg sind. So, die kommen hier hin, weil von da kommen dann die Steinschleuderer. Wobei, nein. So, falls er wieder da ist. So. Nein, bitte die Mitte. Die Mitte soll. Die Mitte muss gut sein. Okay, so. Okay, er ist wirklich wieder hier. Also, das ist sehr untypisch, ehrlich gesagt. Normalerweise teilen sie die Armeen auf. Das ist sehr Es nennt sich komisch. feindliche Unterstützung. Von da hinten. Eine Einheit, ja, okay, das ist egal. So, dann. Hier bitte dahin. Hier bitte dahin. Hier bitte mit so und dahin. Und ja, stimmt, ihr könnt mal die Söldnerkavallerie angreifen. Der General bitte auch so. Ihr geht bitte. Ja, wobei, ihr geht mal hier hin und ihr übernimmt das dann mit der Kavallerie. Ihr geht mal dahin. So. Spiel gleich selbst.
Ja. Und Busy Boy, ich sag mal nicht, wie viele Spielstunden ich habe. Ich habe erst neulich geschaut und das hat mich überrascht. Also es hat mich sogar schockiert. Aber ich meine, ich spiele das Spiel schon seit dem Release. Also, naja. So. Apo kommen mit Seleukiden. Apo kommen. Abkommen mit Seleukiden geht, soweit ich weiß, nicht, ne? Weil das sind ja keine Griechen. Also an sich sind es Hellenen, aber von. Ne, an sich nicht, weil es ja Hellenen sind. Von Makedonien. Spiele erst 4 Monate. Und taugt dir, oder? Das Spiel. Also, wenn du irgendwie noch Tipps brauchst und so weiter, frag einfach. Also, egal was. Ja. Also, ich bin in der Generation, die schon. Schon. Wohin geht ihr? Die schon Rome Total War 1 gespielt haben. Und ja. So, doch sind Hellenen, man darf mit denen Abkommen haben. Warte, warte. Aber das. Ach so, es sind keine festen Verbündeten, deswegen stehen die da nicht. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Okay. Ja, dann geht's ja sogar. Hier, warte, wer braucht mal einen Push-Up? Random. Okay. So. Das ist jetzt schon ein bisschen anders, ne? Weil ich zweimal Pikiniere noch geholt habe. Ich liebe die kretischen Bogenschützen, die sind einfach so gut. Die sind richtig, richtig gut. So, ihr greift mal hier die Pikiniere an. Immer schön versuchen, mit den Fernkämpfern in die Seite zu kommen. Das ist so die schlimmste Taktik für den Feind. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da können wir sogar ein bisschen vorspulen schon. Weil. Ja, weil bis er kommt, vergeht ein bisschen. Man darf sie aber auch angreifen. Genau, es sind keine festen Verbündeten, okay. Ist ja das Wichtige. So. Spiel jetzt selbst, schau dann mal vorbei. Ja, wir machen. Oh, es ist schon 6 Uhr. Also an sich sind wir schon fertig. Also wir spielen meistens nur bis 6 Uhr. Wir fangen aber dafür auch schon so ab 3 an. Und nur bei besonderen Tagen, sage ich mal, spielen wir sehr viel länger. Genau. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Aber danke fürs Vorbeischauen und da bleiben, also für den Follower.
So. Aber der hat dann am Schluss doch ziemlich was abbekommen, ne? Also diese Einheit, die war ja auch komplett neu. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich will die ganze Zeit vorspulen, weil ich immer denke, es ist vorbei, aber es ist ja noch nicht vorbei. Zu euren Diensten. Feindliche General ist. Ah, jetzt ist es vorbei. Sehr schön. So, 400 verloren. Das ist auf jeden Fall super. Alter, 380 und 720 und die wieder 200 und 100. Ja, ja. So kann man leben. So. Aber mit Epirus, da müssen wir noch schauen. Da müssen wir noch schauen, was wir da machen. Nicht Angriffspakt. Die sind auch hellenisch. Das heißt, Rike, ich darf mit dem auch Handel führen, rein theoretisch. Also kann ich jetzt nicht, aber ich könnte mit dem auch Handel treiben, ne? Nur fürs Verständnis. Die sind ja auch, du darfst. Super. Genau, die sind ja auch gemäß. Super, super. So. komm mir gerade so blöd vor. So. Und, Rike, darf ich? Darf ich? Bitte? Darf ich? Ja, du darfst. Solche. Schon wieder. Wieso? Was das? Oh. Wieso bekomme ich immer solche? Das ist gerade genauso schlimm wie wenn ich einfach wenn ich auf Legendär spiele, da bekommt man auch die ganze Zeit solche. Gut, unerbittliche Eroberer ist an sich richtig, richtig gut wegen Waffenschaden und Geschossschaden. Angriffsbonus für alle Angreifer ist natürlich für alle Einheiten ist natürlich auch super. Wie geht es hier weiter mit Moral? Und hier 12 insgesamt und hier 9. Dam, 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 dam. Dann Hüter des Friedens brauchen wir nicht. Hinterhalt und Nachkämpfe brauchen wir nicht. Düdel. Fernkämpfer. Fernkämpfer könnte man auch pushen, dadurch, dass ich keine Kavallerie haben darf, dann da ist gute Fernkampfeinheit auch richtig gut. Ich glaube, ich mache dann die Eroberer, weil da ist ja, warte, hier geht's bis 9 und 6 und hier 9. Okay, dann mache ich mal die. Gut. Wasch dich mal, dann hast du nicht die ganze Zeit die Seuche. Aber, ich habe keine Zeit. Nee. Gut, hier mache ich mal ein bisschen Nahrung, dann klaue ich mal Essen. Und genau, hier bleibe ich mal im Plündermodus. Genau, weil dann bekomme ich, warte, ohne Plündern würde ich 200 nächste Runde bekommen. Ich muss mal. Ich brauche diese Stadt, aber wenn ich hier weggehe, oder ich lasse das. Ich lasse erstmal Apollonia und gehe gleich auf Pella. Könnte ich auch machen. Gut. So, dann schauen wir, was nächste Runde ist und dann werden wir es für heute lassen, den Stream. Aber zum Glück kommt er nicht zu mir hin.
So. Einschüchterung der Opposition. Banditen vor Ort haben angeboten, die Opposition einzuschüchtern. Wie wollt ihr verfahren? Annehmen, verweigern. Das ist halt blöd. Also wenn ich es annehme, kommt es raus und wir haben Malus bei bei der anderen Familie beziehungsweise bei der Opposition, und wenn ich es verweigere, dann gehen die zu unserer Opposition und fangen da an. Also gibt es da eigentlich kein Gut und kein Böse oder kein Schlecht und Schlechter. Aber ich verweigere mal, weil die Rang erhöht. Genau. So. Der Rang wurde erhöht, das ist alles super. Dann gehen wir hier weiter auf das da. Das bringt uns an sich nichts. So, die Flotte. Aber Verstärkungsrate bringt uns sehr viel. So, der kommt gerade mit einem Spion daher. Dann bestehen wir ihn mal. Habt ihr gesehen, wie viel das gebracht hat? Das war gerade richtig heftig. Ganz rechts hat er gesagt. Ah, hier plus eins gestohlene Nahrung bei Aufstellen. Ah, das ist es, ja. Okay. Ja, aber das benutze ich normalerweise nicht, deswegen wusste ich nicht, wo es ist. Versteckungsreichweite der Armeen. Aber ich will daraus eine Attentäterin machen. Und das mache ich am besten. Warte mal. Krankheit. Minus 20 Moral für alle Einheiten, genau. Na. Gut, dann genau, machen wir mal ein bisschen was mit Knossos. Neutral. Seid willkommen. Hi. Strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von der... Okay, machen wir nicht Angriffspakt. Eure Worte erfreuen die Götter und mein Volk. Ihr seid in der... Okay, das ist noch zu früh. Gut, warte, allgemein. Ägypten. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich auf geistreich... Genau. Gut, dann muss ich demnächst, also die Stadt oder eben Pella, muss ich dann demnächst einnehmen, damit ich Flotten bauen kann, damit ich bei den anderen hellenischen Dingern, Völkern vorsprechen kann. So, Rom sehe ich doch eigentlich schon, ne? Also hier, aber okay, muss ja nicht. Gut, dann sind wir fertig und speichern. Und dann, warte, Sparta, oh, Jalinje. Jo. Und dann sind wir sogar für heute schon wieder fertig. Das geht immer so schnell.